Stadt wird belagert. Ja, unsere Stadt wird belagert. Kaum fange ich die Aufnahme an, passiert sowas hier. Ja, wir sind jetzt ja mittlerweile auf der Insel, haben unseren ersten Turm repariert, unseren ersten Spähposten. Die zerstören mein Pocket-Rathaus, aber ist okay, macht mal. Tut euch keinen Zwang an. Ich will jetzt erstmal hier auf jeden Fall eine Basis erstellen. Und das Problem ist, ich werde mal speichern, weil ich will jetzt mal... Ich kann ja leider nicht gucken, wie schlimm es da unten aussieht in dem Untotenlager. Ist das, was ich jetzt schon besiegen kann oder zerstören kann? Oder brauche ich da noch mehr Einheiten? Es soll geschehen. Es soll geschehen. Es soll alles immer geschehen. Ist mir ein Vergnügen. Unsere Stadt wird belagert. Das ist zu leicht. Oh ja. Oh ja. Oh, no. Außerordentlich. Ich tue mein Bestes. Der Priester. Heilt den Priester. Unsere Stadt wird belagert. Ich spüre es. So. Können wir den da töten? Boah, der Priester, ey, der war fast im Sturm hier. Das wär's noch gewesen. Ja, klatscht erstmal den scheiß Totenbeschwörer um. Mein Volk muss gerecht werden. Der ist immer nervig hier. Ja, weil die greifen dann immer eher die Mobs an. Statt mal zu sagen hier, wir kümmern uns erstmal um den Beschwörer an sich, damit nicht neue Mobs nachkommen. Ist mir ein Vergnügen. Das ist mir ein bisschen zu viel hier. Unsere Stadt wird belagert. Was braucht ihr? Ihr verrennt es. So. Oh Gott, ey. Größten Wahnsinnig, was ich hier mache. Sehr gut. Nein! Es soll geschehen. Komm, bau mal schneller. Bau mal ein bisschen schneller. Worauf warten wir? Das dauert zu lange. Ich tue so, mein Bestes. Jetzt. Logisch vorangehen. Heilt bloß meinen Ogerhäuptling oder Ogerkriegshäuptling. Ich spüre etwas. Genau, jetzt erstmal das zerstören, damit ich nochmal einen Totenbeschwörer nachkomme. Erstmal die Armeegebäude. Möge das Feuer euch läutern. Arbeit ist vollbracht. Außerordentlich. Ist mir ein Vergnügen. Ja, ganz ruhig. So, wir locken den mal so ein bisschen. Sehr machen gut. Das mal ganz logisch hier. Rache. Rache! Immer nur Rache. Alle sind von Rache durchsetzt hier. So. Unsere Streitkräfte werden nein, so nicht. Du sollst auf jeden Fall hier nichts bauen. Mein Volk muss gerecht werden. Ist mir ein Vergnügen. Nee, ist okay, komm. Außerordentlich. Kein Bock hier. Ich tue mein Bestes. Ja, komm, Rainer! Oh! Zu viel. Außerordentlich. Rückzug! Ich tue mein Bestes. Das ist es nicht wert, komm. Möge das Feuer euch läutern. Nerv mich doch mal nicht! Oh. Was ficht euch an? Ja, hier, fiche den mal an, bitte. Mein Volk muss gerecht werden. No! Wir sollten bald weiterziehen. Ey, wenn der jetzt ein Sturm wäre, ich bin ausgerastet hier, ganz ehrlich. Es soll geschehen. Bleibt jetzt da stehen. Es ist so. Handumdrehen erledigt. Dann mach auch mal. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Worauf warten wir? Boah. Heil den! So. Ich spüre etwas. Meine Güte. Boah, das ist nicht gut für meine Nerven hier. Ich sag's euch, ja. 2 plus 3 mal 2. Was wollt ihr? So, das Problem ist, die Höfe, die geben immer extrem wenig Nahrung. Es dauert immer ewig, bis man hier eine funktionierende Wirtschaft aufgebaut hat. Mein Volk muss gerecht werden. Geh weg, du Arschloch. Geh weg, du Arschloch. Lasst mich das mal machen. Nee, geh weg. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Das steht aber nicht im Bauplan. Mir brennt es in der Seele. Ja, mir brennt es im Schritt. Sehr gut. So, die Frage ist jetzt natürlich... Ich meine, ich werde mir das jetzt noch holen, so ist es nicht, aber jetzt... Gerade, ich brauche mehr Armee. Ich spüre etwas Flüchtiges. Ja, und vor allem musst du geheilt werden, das ist ganz wichtig. Ist so sehr schweigsam, ich weiß nicht, der hat scheinbar viel in seinem Leben erlebt, ich weiß es nicht.
Ist wir etwas still. Hat traumatisierende Erlebnisse in der Vergangenheit gehabt, scheinbar. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das ist im Handumdrehen erledigt. Jetzt endlich! Endlich kann ich mal hier eine Wirtschaft aufbauen. So, jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Das ist zwar ein etwas langwieriger Prozess, aber es geht halt nicht anders, ne? Ja, vor allem sollten wir jetzt erstmal die Leute dazu bringen, jetzt Holz zu hacken. Das ist, glaube ich, jetzt viel wichtiger. Also Gold habe ich noch ein bisschen, aber Holz ist gerade echt ein Problem. Das heißt, ich werde jetzt mal die Nahrungsplätze wirklich verwenden, Bauarbeiter zu kreieren oder Arbeiter zu kreieren, die Holz hacken. Nein, 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 so nicht. Aber hier haben wir jetzt ist genau das gleiche wie bei den Menschen. Also Unterschiede gibt es ja nicht gerade bei den zwei Fraktionen, sage ich mal. Da waren die Nahrung schon etwas einzigartiger, aber ist auch in Ordnung. Ich meine, man muss ja nicht immer... Also muss sagen, die Nager haben sich auch ein bisschen komisch gespielt. Was wollt ihr? Von den Einheiten, ja. Wahrscheinlich ist es einfach Gewohnheitssache, aber... Gut, da hat man sich natürlich wahrscheinlich nicht so Gedanken gemacht, dass das alles komplett ausgeglichen ist oder sowas. 2 plus 3 mal 2. Was wollt ihr? So, dann bauen wir gleich noch einen weiteren Hof hin. Ich arbeite dran. Nein, 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 so So, perfekt. Jetzt kommen wir da aber langsam näher hier. So, und dann können wir uns jetzt auch wirklich um den Rest da kümmern. Ja, aber der Typ, dieser komische Kommandant, der hätte mir ruhig mal ein bisschen mehr Armee geben können, ne? So, jetzt hier hilft mal mit. Umso schneller, umso besser. Das ist im Handumdrehen erledigt. Ja, ich bin schon dran. Ist auch mal gleich ein, dann. Was soll ich machen? Ja, entschuldige mal, was soll ich machen? Was wollt ihr? Einen Hof bauen? Ich? Kannst doch nicht von mir verlangen, du. Lasst mich das mal machen. Du Typ, du. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Ja, jetzt sei mal nicht so arrogant. Also das ist jetzt wirklich ganz ehrlich, also... Was soll ich machen? Das sind die anderen Arbeiter mir doch ein bisschen sympathischer. Das ist wirklich sehr arrogant. Wirklich ganz, ganz schlimm. Das sieht schon lustig aus, wie jeder sein kleines Häuschen baut, ja. Arbeit ist vollbracht. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. So, jetzt wird weiter Holz gehackt, natürlich. Ist klar. Ich arbeite dran. Was wollt ihr? Ja, ja, ich bin schon dran. So. Arbeit ist vollbracht. Ja, geht doch. So, jetzt können wir hier noch ein bisschen Gold sammeln. Arbeit ist vollbracht. Nein, nein, nein. Ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Verteidigungsanlagen hinbauen. Einfach so an den Schlüsselpunkten hier oben und unten. Da werden ja auch irgendwelche Gegner höchstwahrscheinlich kommen. Das steht aber nicht im Bauplan. Das ist im Handumdrehen erledigt. So, was ist mit dir? Wie konnte das nur von oben kommt, von unten. Ich arbeite dran. 2 plus 3 mal 2. Was haben wir denn mit dem Rechner auf hier? Das nervt mich. Wirklich. Das ist auch bald weggebaut. Da muss ich dann da noch was hinbauen, aber das passt schon. Also einfach, dass ich abgesichert bin. Das ist mir das Wichtigste. Eine Absicherung. Aber ich arbeite dran. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Was soll ich machen? Warum ist das so ein arrogantes Arschloch, ey? Was soll ich machen, hä? Lass mich das machen. Will nicht. Lass mich in Ruhe. Sprich mich nicht an, du Sack. Ich arbeite dran. Arbeit ist vollbracht. Das ist im Handumdrehen erledigt. Na, geht doch. Wie konnte das nur genehmigt werden? So nicht. So, einer kommt noch da rein. So, da können wir noch ein bisschen Gold sammeln. So, jetzt langsam. Hey, das wird doch was. Langsam kriegen wir eine stabile... Ich arbeite dran. Eine stabile Wirtschaft zusammen. So, was brauchen wir hierfür? Arbeit ist vollbracht. 2 plus 3 mal 2. Was wollt ihr? Sägewerk kommt als nächstes. Sägewerk baue ich mal hier hinten tatsächlich hin. Weil da noch ein paar Bäume sind, die wir abholzen können. Wir haben halt immer so kleine Holzlager. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Müssen wir mal gucken, wo sich das am besten lohnt, was hinzubauen. So, ansonsten würde ich mal sagen, Konzerne, nee. Ich kann hier nicht bauen. Du kannst da bauen. Glaub mir, alles ist möglich. Es ist mehr Gold erforderlich. Jetzt kommen sie. Zeit des Mars und der Seele. Achtung, Angriff! Ich tue mein Bestes. Ja, krass, ich bin fast durch ihre Dings durchgekommen, ne? Durch ihre Basis. Also vier hat dann nicht mehr gefehlt. Ich spüre etwas. Vier hat dann nicht mehr gefehlt. So nicht. Lasst mich das mal machen. So, bauen wir noch ein Arcanus Gewölbe da oben. Was soll ich machen? Worauf warten wir? Sehr gut. So. Dann können wir auch den Einturm zumindest schon mal in einen Arcanturm verwandeln, das passt schon. Mir brennt es in der Seele.
Ich bin euer Schütze. Ich spüre etwas. Ja, ich bin euer Schütze. Wunderbar. So. Benötigt Burg. Lass mal Trefferpunkte erhöhen. So, wir bauen das jetzt alles schön aus hier. Das soll eine richtig gute Basis werden. Arbeit ist vollbracht. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. So. Fußsoldaten. 2 Stück erstmal. Eine Schmiede bräuchten wir auch. 2 plus 3 mal 2. Haben wir sie denn hier? 140 kostet die. Ja, das nimmt doch langsam Form an hier, ne? So muss das aussehen. Ja, was mir auch ganz gut gefällt bei den, Missionen aktuell, die wir, also von der Erweiterung, die sind ein bisschen länger, ne? Also man hat da so ein bisschen länger auch dran zu knabbern, was ich schön finde, also, ne? Als wenn das immer nach 5 Sekunden gleich vorbei ist oder so, und das ist... Wunderschöne Story wird auch erzählt. Das muss man ja an der Stelle auch mal so offen sagen. Die Rolle der Regeneration ist ganz nett wahrscheinlich. Brauche ich aber gerade nicht. Ja, ach, Altar, hey, kann ich auch hinbauen. Forschung abgeschlossen. Ja, wenn ich schon mal hier habe. Hätte ich mir alles sparen können. Hätte ich gewusst, dass hier eine Goldmine ist oder so. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir nochmal zum Basenbau kommen irgendwie, aber scheinbar doch. So, wollen wir schon mal die Burg zur Burg umbauen. Arbeit ist vollbracht. Ja, da geht sie. Da sprießen Funken in alle Richtungen. Und auch nochmal. Arbeit ist vollbracht. Nee. Nein, 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 so nicht. Lasst mich das mal machen. 2 plus 3 mal 2. Was wollt ihr? Du brauchst da noch einen. Das nur genehmigt werden. Bauen wir das ja noch aus. Oder dürfen wir jetzt eigentlich ganz gut abgesichert sein von allen Seiten. Machen hier noch einen Arkanenturm hin und hier noch einen normalen. Also so einen, ja, normalen Wachtturm. Dann passt das. Dann sollten wir gut aufgestellt sein. So einsatzbereit. Ja, mein Lehnsherr. Sag das Zauberwort. Ja, oh, Fußsoldaten können halt noch nicht so viel, aber ist okay, wie gesagt, so für die, um an der Front so ein bisschen Schaden abzufangen, passt das schon. So, das sollte jetzt ja auch erstmal ausreichen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die große Armee mich irgendwie vernichten möchte. Hoffen wir's. Ach, keine Adresse mehr oder was? Weiter geht's. Lasst mich das mal machen. Also, dann lass die Schmiede doch mal nicht einfach stehen. Die muss mal fertig gebaut werden oder nicht? Ausbau abgeschlossen. Naja, so, jetzt hier kommen wir schon mal ein bisschen abgeschlossen. Das Zeug erforschen, dass wir auch ein bisschen mehr Chancen haben hier. Ist mal ganz wichtig, ja, immer die Upgrades beachten. Jetzt haben wir ein Problem auf Dauer. Worauf warten wir? So, jetzt haben wir schon mal eine Einsatzgruppe zusammen, was ganz gut ist. Das Teil da oben muss auch repariert werden. Das ist im Handumdrehen erledigt. Kann man eigentlich schon mal ich bin schon dran. 3 Leute Ausbau hinschicken. Abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Also. Das steht aber nicht im Bauplan. Können 3 Leute das? Wie 3 Leute das reparieren? Nur genehmigt werden? Ja. Was soll ich machen? Repariert mal zu dritt. Geht sogar auf ein bisschen schneller wahrscheinlich. Muss ja nicht ewig warten, sondern ne, so. Nur noch ein paar Scharfschützen, auf jeden Fall. Also die sind ja immer ganz gut. Gerade gegen die Gruftbestien oder sowas. Ist jemand oder verletzt? Eher gegen Flugeinheiten. Ne? Aber immerhin schießen die trotzdem auch schneller als die Gruftbestien. Wir sollten bald weiterziehen. Außerordentlich. Ich will mich jetzt nicht zu nah ran wagen. Ich tue mein Bestes. Ist mir ein Vergnügen. Das Holz schwindet natürlich. Geladen und entsichert. Aber ist okay. Ich krieg gar nicht so viel Holz rein. Meine Berechnungen. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Dann lassen wir das. Dann, ja, komm, einer repariert. Ist okay. Ist okay. Dann machen wir das halt so. Die paar Bäume will ich auch noch abholzen. So, da kommt schon die nächsten. So, jetzt hier weg da. So, jetzt. Na, siehst du, langsam kann ich mich doch wehren hier. Langsam kann ich mich doch wehren. Wird das auch fertig? Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Das ist wunderschön, das heißt, wir können auch. Es ist mehr Holz erforderlich. Auch mehr Holz. Okay. Dann bauen wir noch davon ein paar. So, da können wir trotzdem jetzt mal hier in der Sägewerk
Verbesserter Holzbau. Es ist mehr Holz erforderlich. Ich will mir erstmal um die Upgrades kümmern, muss ich sagen. Das ist mir jetzt, glaube ich, erstmal trotzdem wichtiger. Einfach, dass ich abgesichert bin, ne? So. Es ist mehr Holz erforderlich. Ja gut, das ist halt für die Reparatur, gehen halt die ganzen Ressourcen drauf. Weil das ist halt auch so ein riesiges Teil, ey. 2500. Das ist halt schon nicht wenig, ja. So, jetzt hier, komm. Verbesserte Gebäude und sowas. Passt schon. Ja, so eins der Ritter, mal gucken. Also ich will jetzt auch noch ein paar starke Einheiten dabei haben. Das kann ja, denke ich mal, nicht schaden. Oh. Im besten Fall ein arkanes Gewölbe hätte ich schon gerne. Forschung abgeschlossen. Eigentlich kein arkanes Gewölbe. Das sondern ist Handumdrehen erledigt. Ein arkanes Sanktum, ja, mein Gott. Es gibt so viele arkane Sachen hier. Ja. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Was ist denn da eigentlich los? Hier haben wir noch so einen Mörlock-Gezeitenläufer und ganz allein und einsam da stehen. Boah, hat er halt Pech gehabt, was soll ich sagen. Soll ich da jetzt traurig sein? Nee, bin ich nicht. Also. Okay, er hackt jetzt den letzten Baum ab und dann könnt ihr hier unten ja mithelfen. So. Nein. Ja, jetzt so müssen wir doch genug haben für das Arkane sein. Yes, habt ihr. 2 + 3 = 2. Was wollt ihr? Ja, das wollt ihr. Ja, immer so unfreundlich. Ich bin schon meine Berechnung. Da unten, da ist noch genug Holz. Eingefallen. Da ist doch noch genug Holz, so. Ja, das Problem ist, hier oben kann ich dann noch abholzen. Ja, ich werde schon noch genug haben. Ich muss halt einfach nur gucken, dass ich dann nicht von den Untoten überfallen werde. Aber die kommen ja immer von links. Also dürfte ich eigentlich ganz gut abgesichert sein hier. Ne? Ich dürfte ganz gut abgesichert sein. So, der baut das da. Wie sieht es mit der Werkstatt aus? Passt hier irgendwo hin? Wo sie nicht stört? Ja, ist ja gut, ey. Du kleiner Bürokrat, du. Wie konnte das genehmigt werden? Ich habe gar nicht den blauen Passierschein A38 erhalten. Das geht nicht. Das verstößt gegen die Verordnung. Ja. Stichschwert und so, das wäre wahrscheinlich schon ganz praktisch. Alle für unsere Nahkämpfe, ja. Aber ich werde erstmal so bauen, dass ich meine ganzen. Genau, dass ich meine Einheiten hier bauen kann. So! Auf jeden Fall Adeptenausbildung für Priester. Wir bauen jetzt 3 Priester, die mich hier dauerhaft heilen. Das ist ganz wichtig. Das möchte ich. Ich möchte ein bisschen geistige Unterstützung haben, ne? Oder geistliche. Beides. Geistig und geistlich. Und du wirst auch bald fertig sein da oben, was ganz gut ist. Ich sage, es kostet alles so extrem viel. Also um Ritter zu kriegen, muss ich jetzt nochmal upgraden. Das ist halt auch so eine Sache. Will ich das? Ich meine, klar will ich das, aber ermöglicht Menschen, Türme, unsichtbare Einheiten aufzudecken. Ja, dann brauche ich das wirklich. Das ist im Handumdrehen erledigt. Ich glaube nicht. Das ist ein Leuchtfeuer, interessiert mich gar nicht. 2 Mörsertrupps kommen auch noch bauen. Ah! Repariert. Wir müssen weiter zum nächsten. Aha, da sehe ich schon, da oben ist noch versteckte Vorräte. Da oben ist das. Mit einem Wächtergolem! Jesus Christ, ey, das ist ja ein riesiges Vieh. Und hier haben wir nochmal. Forschung abgeschlossen. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Was soll ich machen? Ich unterbreche gar nichts hier. So, jetzt sehe ich aber auf jeden Fall, wenn er mich angreift. Also ich bin da jetzt wirklich gesichert. Also ja, ich glaube, es läuft ganz gut, würde ich mal behaupten. Steht aber nicht im Bauplan. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das steht aber nicht im Bauplan. So, hier helfen alle mit, damit es umso schneller geht hier. 2 + 3 = 2. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Das ist im Handumdrehen erledigt. So. Ich komme, um dieses Land zu läutern. So, Reichweite wird verbessert, das ist immer gut. Nein, so nicht. Was ich brauche auf jeden Fall noch ein paar ich bin schon Höfe. Dran. Wie konnte das nur was ist da noch ein Hof hin? Ja, hier, greift an, los. Ruf da. Ja, keine Chance hier. Es soll geschehen. Ich glaube, ich bin mittlerweile ganz stabil hier. Erledigt. Tatsächlich. Ja, also ich meine, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir haben eine gute Basis aufgezogen. Oder hochgezogen, würde ich mal sagen.
Können wir sogar das Ding jetzt auch gleich upgraden. Dann können wir uns ja nämlich auch noch um einen Ritter kümmern. Das wäre nämlich schon noch eine sehr praktische Einheit. So Greifenhorst und sowas kann man aber noch nicht bauen. Nee, das geht hier noch nicht. Arbeit ist vollbracht. Ihr unterbrecht meine Berechnung. So, na kommt schon. Ein bisschen was fehlt noch. Nee, fehlt nicht mehr. Ist noch ausreichend. Ein Towerbrecher können wir noch einbauen von mir aus. Ah, eine Zauberin. Arbeit ist vollbracht. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Ja. Muss jetzt vielleicht nicht sein. Weiß ich nicht. Da vielleicht noch ein bisschen. Ja, vielleicht jetzt aber nicht so viele Einheiten auf einmal ausbilden, weil na, sonst ist das Einkommen so gering. Das will ich ja auch nicht, ne? Ich habe eine Katze gehört. Mau? Na? Freust du dich? Freust du dich über meinen Fortschritt hier? Ja. Ich rieche Magie in der Luft. Ja, ich würde sagen, das ist auch ein guter Punkt, hier erstmal die Folge zu beenden. Die Katze braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Das möchte ich ihr auch geben, ne? Und da würde ich sagen, in der nächsten Folge, wir haben jetzt gut aufgebaut, in der nächsten Folge werden wir uns mal um die Untoten kümmern. Bis dahin.